Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, und jetzt schauen wir uns die McKean Residence an. Keine Befallene, aber eine Zweier. So, dann machen wir mal. Hallo? Hallo? Damit haben wir nichts aufgeweckt. Hallo. Ja, wenn ich da runtergehe, weiß ich genau, was passiert. Machen wir mal. Können uns hier ein Hilfsmittel basteln. Eins, zwei, gut. Hä? Ist gar nichts. Da ist auch nichts. Ja gut, es ist keine... Ich wollte gerade sagen, es ist ja keine Befallene, ne? Autsch. Kommt's hier? Jungs, wo seid ihr? Ach, jetzt kommen sie hier. Okay. Und wo ist euer dritter Kumpane? Weiß hier nicht einer mehr? Okay, gut, scheinbar nicht. Dann gehen wir mal hoch. So, einmal die Türen öffnen, klingt gut. Okay. Da geht's nach oben. Da sind die vorher rausgekommen. Okay. So, ist da noch was? Ja. Aua. Bist du da gerade durch die Türe durch? Cool. Okay, dann ist richtig durch die Türe durchgekrochen. Nett. Aha. Im Moment schaut es noch harmlos aus. Ich sag dir einen Moment.
du alles? Sag mal, du kannst mich da gar nicht treffen. Okay. Wir gehen mal eine Türe weiter. Jetzt habe ich dich. Was macht der das? Aua! Ich muss warten, ich habe gerade keine Ausdauer. Könntest du denn... Alter! Ich mag Biker nicht. Danke. Zurück zum Händler, das klingt gut. Da oben ist sonst eh nichts. Oh, das da. Da. Das da. Da geht oben ist nichts. Gut, das haben wir. Da haben wir, würde ich sagen, auch alles. Dann schauen wir mal da durch. Legen müssen wir, glaube ich, jetzt nicht. So, das können wir mitnehmen. Das nehmen wir mit. Hier nichts. Das nehmen wir mit. Jetzt können wir von mir aus auch mitnehmen. Mal mitnehmen. Hatte ich nicht schon? Nein, ich habe keine Lampe hier. Okay, gut, 16 Uhr. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Mhm. Oh, ein Blaubeerkuchen, lecker. Das ist doch lecker. So. Okay. Wo haben wir unser Fahrrad? Oh. Holzknüppel Level 3 ist okay. Scrap. Essen, Scrap. Essen. Lesen. Ah ja. So, das könnten wir zerlegen. Schauen wir mal. Kommt gerade eine Wanderhorde, wenn ich das richtig höre. Kommt definitiv eine Wanderhorde.
kommen von da, das heißt, wir gehen da hoch. So wunderschön wie heute. Tschüss, ihr Zombies. Oh shit. Da wohnt ein Wildschwein. Ein Wildschwein, ein Wildschwein. Gut, das muss nicht angegriffen haben. Wir hauen jetzt ab und lassen euch das Haus. So. Der Hundehütte mit Wildschwein. Okay. Okay. Ja. Warum nicht? Haben wir gedacht, die kriegen einen Schweinestall, aber nein, hier kriegen die Wildschweine auch noch einen Hundehüter. So. Raus, raus, das kann noch raus, das kann so schmelzen. Da rein. Die Mod hier kommt auch da rein, das kommt zum Essen. Das kommt keine Ahnung wohin, eigentlich zu diverses. Das können wir zum Händler mitnehmen. Ist leer, das ist okay. Da haben wir 6 sauberes Wasser, 6 dreckiges Wasser, der Filter ist super. Ja. You best keep clear of me. So, ich nehme mir wieder das da. Oh, 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 das ist fies. Also nein und nein, das ist einmal klar. Das auch nein. Bleibt noch Nagelpistole oder Helmlichtmod? Ah, kann ich die Helmlichtmod vielleicht schon bauen? Nein. Great. Here you aber don't kann ich die Nagelpistole schon bauen? Wahrscheinlich auch nein. Nein, natürlich nicht. Kann ich einen Hammer schon bauen? Ja. Level 3. Gut, dann nehmen wir die Helmlichtmod. Now take your reward and get the hell out of here. You better take this job. I'm not in the mood for any. I'd say it's been an honor to work with you, but it would be a lie. Ich habe was vergessen. Unless you're paying, you're leaving. Das kriegst du. Fertig. Hast du irgendwas? Aber ich glaube nicht. Nee. Nichts, was ich unbedingt gerne hätte. Heidelbeeren und Hopfen mal freigeschalten als Samen. Das ist cool. Schlagschrauber, 9000. Na, ich glaube, sammeln sie erstmal für ein Solarzelle auch voll billig. Ich glaube, wir sammeln zuerst mal für den zweiten Wassersammler. Dann haben wir einen Haufen sauberes Wasser. Finde ich persönlich schon praktisch. Muss man nicht machen, aber boah, warum nicht? Ich zahle nur einmal dafür und habe ihn dann. Und ich spare mir mit der Zeit das Abkochen. Neun Minuten ist kein Problem. So, jetzt muss ich in meinen Helm. Ja, muss jetzt die Intelligenz raus. Gut. Aber dafür sehen wir jetzt was nachts. Jump, 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 jump. Die sind fertig. Das brauchen wir zum Reparieren, weil wir schon drauf waren. Kommt davon gar noch. So, einmal haben wir Samen rausgekriegt. Das sind nicht viele, aber okay. Gut.
wir haben 3 Kuchen mittlerweile. Cool. Da haben wir noch einen. So, was war das jetzt, was wir Samen mehr können? Okay, Blaubeeren und Hopfensamen. Jetzt kommen dann die eigentlich interessanten schon langsam. Ja, da kommt auch bald das Interessante. Ist okay, gut. Das Geld vom Händler können wir eigentlich da reingeben. 19 Uhr. Wir könnten ein paar Ressourcen sammeln, dass wir heute Nacht basteln können. Oder wir stellen fest, wir können ernten und holen uns dann neue Samen. So, da haben wir. Beschädigt. Okay. Raus da. So, was haben wir da? Einmal Aloe-Samen, das wäre nicht schlecht. Dann hätten wir Mais-Samen, Kürbissamen, Heidelbeersamen und von mir aus nachher noch Chrysanthemen. Da drüben haben wir Platz für 3, ne, für 4 sogar. Gehen wir mal die Aloe. Dann gehen wir halt hier einen Mais her und den letzten gehen wir da her. Dann hätten wir 1, 2. Ich glaube, ich habe zu wenig mitgenommen, kann das sein? Ja, ich habe noch 2 Felder übrig. Okay, Moment. Nimm mal Yucca? Nein, nimm mal Kaffee. So, einmal Kaffee, noch einmal Kaffee, gutes. Und rein da. So, damit hätten wir hier auch wieder Platz. Wir haben 60 Kartoffeln, das ist auch nicht schlecht. Mineral haben wir auch noch ein bisschen, das ist sowieso gut. Wir haben 30 davon, da haben wir auch Fleisch fehlt uns ein bisschen, oder? Hm. Wir könnten... Nein, wir können uns doch aufheben. Im Moment haben wir ja keinen Hunger. So, wie schaut es mit Werkzeugen aus? Wir sind bei 6er Steinwerkzeugen. Gut, das bringt mir leider gerade gar nichts. Ich stelle mir keinen 6er Axt her, vergesst das. Nein, nein, mache ich nicht. Wie weit sind wir bei Rüstungen? Nee, auch noch nicht so weit. Samen kann man gleich wieder daher geben. So. Müsste ich mal schauen, ob ich nicht eh schon einen Klauenhammer habe. Ah, das ist wieder ein Verschwindebusbaum, okay. Und wenn du nicht mehr hinschaust, verschwinde ich einfach. Genau.
kennt doch jeder die Bäume, oder? So, wie viel haben wir eigentlich? Was, 3000 Holz? Das ist schon mal ganz gut, aber wir brauchen auch da hinten noch ein paar Spikes für die nächste Horde. Ich glaube, ich will es wieder mit Spikes machen, es war so angenehm. Wir verschwenden dabei zwar viele Punkte, aber das ist mir eigentlich egal. So, Moment, haben wir? Ja, haben wir. So. Ich möchte doch irgendwann das Haus verweitern. Sehr gut. Moment. Ah, dachte ich mir, das passt. Sollte man natürlich machen, bevor wir weiterbauen. Sollte man vielleicht auch gleich mit Cobblestone aufhören. Mal schauen. Da hinten möchte ich aber vielleicht noch einen Ausgang machen. Wobei ihr dann, nein, eher im Wohnzimmer. Ja, dann mach doch zu. Nein, das war nicht ganz so absichtlich. Ich wollte W und nicht E drücken. Aber liegt halt jetzt so nah zusammen. Ja, gut. Ja, ja, geh ins Bett direkt. Dann haben wir Zeit. So, da. Da ist ein. Okay, da sollten wir aber vielleicht auch noch rausgraben. Mhm. So, hier fehlt mir noch gegraben. Ja, hier fehlt dann auch noch überall gegraben. Hier fehlt auch noch gegraben. Ich glaube, ich sollte graben. Ich glaube, die Danu mag nicht graben. Kann das sein? Ja, ja, wahrscheinlich. Bessere Schaufel dafür.
So ist es halt noch etwas mühsam. Ja, sollten wir anfangen. Wir brauchen allerdings dann auch Steine für die ganzen Cobblestones. Wie schaut's denn da aus? Warte mal. Mal kurz schauen. Yep, wir haben nicht genug davon. Uns fehlt Stein, weil wir bisher noch nirgends hinuntergebuddelt haben. Mein gut, 1300 hätte ich. Das heißt, ich könnte die Hälfte hiervon nehmen und daraus Cobblestone machen. Also Pflastersteine. Dann müssen wir aber definitiv mal graben. Ist die Frage, hier sollen die Werkbänke rein. Wohnzimmer, Küche mit Esszimmer. Dann bleibt im Prinzip die Garage. Ich würde fast sagen, hier hinten haben wir so ein halbwegs schönes Loch. Da könnten wir doch schön graben. So. Da auch noch. So. Okay, und jetzt bräuchte man eigentlich, du musst daher, egal. Da oben kommt dann eine Klappe drauf. Okay. Was essen? Mhm. Maisbrote geben nicht viel aus, aber es macht ja nichts. Und einmal Wasser hinterher. Machen uns hier einen schönen Tag. Wenn wir wirklich einen schönen Schacht wollen, müssen wir aber mehr ausbauen. Okay, jetzt haben wir uns eh unabsichtlich da auch gebaut, dann passt das wieder. Sollten wir aber auch Verbindungen machen. Sollten wir wenigstens so machen. Kann man nicht da eine Kerze oder sowas hinstellen? Die haben wir eh gehabt. So. Die können wir kurz mal daher legen. Genau, und schon haben wir hier eine Kerze. So. Okay.
So, da kommen wieder Leitern. Achso, ne, kommen noch nicht Leitern hin, da fehlt noch was. Damit es besser ausschaut, müssten wir hier auch noch wegfahren. Theoretisch hier auch noch. Genau, da auch. Acht. So. Und da natürlich auch noch. Und oben drauf machen wir dann eine Klappe. Einmal nach oben, jetzt die Leiter. Genau, und die Waffe sollten wir vielleicht auch wieder runter tun. Gut, das wäre doch mal ein Anfang. Dann brauchen wir eine Klappe. Ah, nehmen wir mal eine Holzklappe. Muss reichen für den Anfang. Dann haben wir hier einen halbwegs hübschen Abgang. Mit Licht sieht man sogar noch mehr. So, gut, da haben wir schon Stein. Ja gut, weil das brauchen wir fürs Cobblestone. So. Prinzip müssen wir wirklich einmal rundherum. Hier haben wir gerade die Challenge mit Stein abgeschlossen, na, immerhin. Das ist aber nicht nett. So, einmal reparieren. Und wir können sagen, Rezepte, Cobblestone, mach mal. Dann können wir nicht vielleicht unsere Hordenbehausung sogar noch upgraden. Mal schauen. Wieso zeigst du mir hier nicht an, was du brauchst? Warte mal. Also hier haben wir.
Hier haben wir. Ja, da hinten fehlt's noch, denke ich mal. Könnten die Leiter hier auch mal. Genau. Gut. Aber ja, so in etwa würde ich es halt gern weiterbauen. Wie hoch sind wir eigentlich? 29 Meter, okay. Sehr gut. Sehr gut. Das würde ich sagen, reicht aber für heute. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Wir haben es jetzt gleich in der Früh, da können wir noch ein bisschen buddeln und dann können wir wieder questen oder sowas mal schauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.